Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal allerdings mit etwas ganz Ausgefallenem, Optimus Prime in der großen, übergroßen Leader Class mit Samtanhänger aus der Energon Line. Sehr interessant an dieser Figur ist, dass sie quasi den Kern bildet von mehreren Combindern. Einmal so in der fertigen Version mit seinem Anhänger und seinen mobilen Fahrzeugen, die er mit dabei hat. Diese komplette Funktion, diese Combiner-Funktion nennt sich in dieser Energon-Line Power Links und ist natürlich auch in Japan unter dem Begriff Super Link bekannt. Diese Figur an sich hat auch Elektronik, was ich sehr schön finde, und der Anhänger lässt sich typisch Optimus Prime-mäßig in eine Station verwandeln. Ja, zur Figur an sich. Die Figur lässt sich insgesamt verbinden mit, wie gesagt, einmal den Fahrzeugen so, dann einmal mit einem kompletten großen Fahrzeug, das sich Omega Supreme nennt, welcher selbst aus zwei Teilen besteht, einmal einem Boot und einmal einem Kranfahrzeug. Diese Figur lässt sich allerdings auch mit Wing Saber zusammen verbinden, was ich auch sehr cool finde, was ich euch später im Review zeige. Dieses Review wird ein bisschen länger, das heißt, versucht euch ein bisschen Zeit mitzubringen. So, bevor wir aber jetzt zu der Figur kommen, möchte ich euch jetzt einmal die Verpackung zeigen. Dazu stellen wir jetzt einmal Optimus Prime zur Seite und gehen einmal mal auf die Verpackung ein. Die Verpackung ist sehr schön gehalten, einmal eine große Box. Wir sehen hier schön groß Optimus Prime mitsamt Anhänger und einmal eine große Combiner-Version, wo seine einzelnen Fahrzeuge seine Arme und seine Beine bilden. Das Schöne an diesen Fahrzeugen ist, die Arme und die Beine sind nicht stur fix. Das heißt, ihr könnt alles austauschen. Ihr könnt das gelbe Modul als Arm benutzen, das blaue als Bein, wie ihr auch wollt. Was ich sehr interessant finde. Vorne hat er eine Elektronik drin, das heißt, hier vorne soll die Matrix of Leadership mit eingearbeitet sein, die natürlich auch blinkt und rotes Licht hat. Hier unten sehen wir einmal den Anhänger, der dann quasi zur Basis wird für die ganzen Fahrzeuge und auch ein paar kleine Features mit dabei hat, wie eine Abschussfunktion für alle Bodenfahrzeuge und eine Rampe natürlich einmal komplett. Und einmal Optimus Prime in seiner kleinen Deluxe-Class-Figurengröße quasi. Sehr bullig, sehr massig. Finde ich ein bisschen schlecht umgesetzt vom Robotermodus, aber nun gut, so ist es halt. Er hätte nach meinen Auffassungen vielleicht einen etwas längeren Arm, also längere Arme und längere Beine gebraucht. Und nicht ganz so grazil, aber dazu kommen wir gleich. Die Figurenpackung an sich hat natürlich hier noch schön den typischen Text drauf. Vorne, war hier Optimus Prime groß im Fahrzeugmodus drin, mit den einzelnen Fahrzeugen. Hier vorne sehen wir das Boxart, der Optimus Prime Figur, hier oben das Power Links Symbol, was mich auch sehr stark an die Minicon Figuren der Armada Line erinnert. Und hier außen nochmal ein großes Bild quasi von Optimus Prime mit dem Combiner Modus mit allen seinen Fahrzeugen komplett. Ihr seht selbst, es hat den Platin Status. Das heißt, hier früher bei dieser Powerlinks-Line war die Schwierigkeit nicht nach 0, 1, 2, 3 quasi bewertet, sondern nach Farben. Silber, Gold, Rot und Schwarz, was in diesem Fall aber Platin darstellen soll. Ja, die Figur an sich. Kommen wir jetzt einfach mal zur Figur. Ich tue jetzt einfach mal den Karton zur Seite, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, weil die Figur ist riesig. So, wie gesagt, kommen wir einfach mal dann zur Figur an sich. Der Truck Mode. Der Truck Mode bietet einige schöne Features. Einmal hier vorne das Gestell, was man komplett nach oben klappen kann, was allerdings sehr schwerfällig ist. Auf der anderen Seite. Dann hier oben die Radarschüssel, die quasi hiermit angebracht wurde. Die Rakete habe ich jetzt einfach mal hier vorne in dieses Loch gesteckt, weil es einfach gepasst hat. Denn hätte man in dem Truck-Mode, wo hinten der Blaster versteckt ist, die Rakete quasi befestigt, dann hätte sie elendig lang aus dem Fahrzeug rausgeguckt. Sehr bescheiden aus. So, dazu aber gleich mehr. Den Optimus Prime tun wir erstmal zur Seite. Jetzt zeige ich euch einmal die Basis. Dazu klicken wir hier unten einmal den Connector für den LKW rein. Drehen diese ganze
Einheit einmal nach vorne. Das heißt, wir sehen hier einmal die Rampen mit den ganzen Markierungen OP1, OP2, OP3, OP4. Das sind quasi die Optimus Prime Module 1 bis 4. Dann drehen wir hier unten dieses komplette schwarze Teil einmal nach unten. Das ist dann die Stütze, dass quasi das ganze Teil nicht mehr nach hinten umkippt. Dann drehen wir hier einmal die eine Stütze nach hinten. So, die Rakete machen wir mal zur Seite. Achso, noch eine Sache vorweg. Hier hinten ist noch ein riesengroßes Autobot-Symbol drauf, was ich ziemlich geil finde. In Durchschnitt ca. 4 bis 5 cm groß. So, klappen wir das einfach nochmal nach unten. Na, so. Das einmal nach hinten. Hier sind auch noch ein paar Details drin, die nicht auch sehr schön gehalten sind. Finde ich cool. Also echt gut gemacht. So, jetzt klappen wir die Seitenwand, die aber nur auf dieser Seite vorhanden ist, einmal nach außen. Und dann haben wir eine Helikopterplattform. Diese Helikopterplattform ist für Optimus Prime 2. Das heißt, wir klappen einmal die Flügel nach außen, also die Rotoren, dann einmal das Rückenteil nach vorne und können jetzt den Rotor einmal öffnen. Ja, jetzt haben wir Optimus Prime auf der Landeplattform. Das heißt, eins seiner Module. Jetzt haben wir hier oben noch die Feuerwehreinheit Optimus Prime 01. Jetzt haben wir hier einen Schieberegler, wie er auch hier unten zu finden ist. Das heißt, wenn wir den jetzt nach vorne bewegen, kommt diese Figur, wenn wir es ruckartig nach vorne bewegen, auch raus und fährt auch richtig nach außen. So, und ist dann quasi mit dieser Rampe nach unten fahrbar. Natürlich nur für kleine Kinder gedacht, nicht für Sammler in dem Sinne. Es sei denn natürlich, wir haben einen Hang dazu, ein bisschen ins Kindliche zu gehen. So, das ist wie gesagt das Feuerwehrmodul. Können wir hier die Feuerwehrleiter auch noch ausfahren. So. Vorne noch eine schwenkbare Kanone dran. Ja, auch sehr schön gemacht. Dann, das heißt, ich kann es einfach mal nach hier unten stellen. Gehen wir einfach mal Stück für Stück durch. Das heißt, nach hier unten stelle ich es mal. Hier haben wir natürlich den Helikopter, den stelle ich alles mal zur Seite. Dann haben wir hier noch die Bohreinheit 3. Ein schöner großer Bohrer. Hier oben mit dem Cockpit, hier überall kleine Radarschüsseln. Die Panzerräder und hier unten ein Drehrad. Wenn wir das bewegen, dreht sich vorne das Drehrad ziemlich schnell. Das heißt, ein halber Zentimeter bewegt und die Rolle hat zwei Umrandungen gemacht. Finde ich ziemlich cool. Das heißt, dadurch lässt sich durch die kleinste Bewegung ziemlich viel Schwungkraft umsetzen. Das ist halt mit mehreren verschiedenen großen Zahnrädern umgesetzt. Finde ich auch ziemlich cool. Dann haben wir hier noch zum Abschluss Optimus Prime Einheit 4. Das ist quasi die Wassereinheit, ein U-Boot. Was auch sehr schön gemacht wurde. Hier sehen wir die Torpedorampen außen, oben hier die, den Turm. Quasi. Hier oben die Teleskope. Auch hier wieder die Funkeinheiten, die übrigens auch auf jeder Einheit drauf sind. Damit werden die quasi von Optimus Prime gelenkt. Hier unten auch nochmal Laser. Und hier Turbinen. Ich verstehe zwar nicht, wieso die Turbinen an der Seite sind, anstatt hinten, aber mein Gott, das ist halt so umgesetzt. Ja, wie gesagt, ansonsten die Plattform sehr schön gemacht. Gefällt mir. Mache ich jetzt aber erstmal zur Seite. Denn wir wollen ja eigentlich den Optimus Prime sehen. So, dann kommen wir jetzt mal zu Optimus Prime. Optimus Prime wird in diesem Truck Mode geliefert. Dieser Truck Mode hat hier außen eine Kappe. Diese Kappe ist auch hier, aber hier ist sie nicht drückbar. Und hier ist ein Schalter versteckt, den man so auf den ersten Hieb, wenn man die Anleitung nicht sieht, nicht sehen würde. Weil wir sehen selbst, er ist ziemlich gut bündig abgeschlossen und hier ebenso. Das heißt, wenn wir hier drauf drücken, ist quasi dieser Matrix-Sound. Allerdings können wir hinten, was ich sehr interessant an dieser Figur finde, wenn wir die Arme kurz zur Seite winkeln, zeige ich euch das mal, ein Soundmodul hier hinten finden. So, da sehen wir auch explizit hinten drauf, die Zahlen 1 bis 4 und einen kleinen Schalter. Wenn wir hier hinten ist auch ein Knopf von diesen drei Modulen hinten. Wenn wir drauf drücken, jetzt auf 1, gibt es den Sound von dem Modul 1, das heißt von dem Feuerwehrtruck, dann von 2,
dem Helikopter. Dann von 3, der Bohreinheit. Und von 4, dann zum Abschluss, dem U-Boot. Sehr schick gemacht, gefällt mir. Die Arme wieder anwinkeln. Was ich auch sehr cool finde irgendwie, ist die Tatsache, dass die Arme hinten wie so eine Art, wie so eine Art Stütze quasi bilden. Ziemlich cool, vor allem weil die leicht schräg angewinkelt sind. Macht was her. Die Energon-Figuren haben natürlich zum größten Teil immer noch hier diese Konnektoren für die Armada-Figuren, was ich auch sehr interessant finde. Kommen wir mal zu den Details. Die Details sind eigentlich sehr schick gemacht. Natürlich hier silbernen Kanister. Die Räder sind sehr gut ausgearbeitet. Auch die Chromfelgen finde ich ziemlich cool. Haben sie echt gut von Details ausgearbeitet. Optimus Prime kommt natürlich mit seinem Energon-Kristall, den er abnehmen kann. Und in diesem Energon-Kristall, wenn wir den rausnehmen, sehen wir hier drin auch schon das Autobot-Symbol in dem Kristall. Finde ich ziemlich cool, wenn ihr diesen Kristall hier oben drauf setzt. Ist zwar schwer zu erkennen, aber dann wird das Autobot-Symbol stark vergrößert. Wo ich auch eine ziemlich coole Sache finde, vor allem in diesem Zielvisier. Diese Energon-Kristalle, wer es nicht weiß, sind quasi von den kleinen Scout-Class-Figuren gesammelt worden aus der Sonnenenergie und sind dann quasi per Laserstrahl zu den großen Autobots quasi gesendet worden und die haben diese quasi dann in diesem Energon-Gebilde quasi am Körper dann bekommen und haben dadurch quasi neue Fähigkeiten freigeschaltet. Zum Beispiel das Kombinieren als Powerlinks. Finde ich ziemlich cool. Geile Idee. Auf jeden Fall hätte man auch in anderen Figurenlines übernehmen können, aber gut, das ist halt der Name von der Energon-Line. Hier haben wir noch die Waffe, ein weißer Blaster, den man quasi ganz normal abnehmen kann. Hier ein bisschen schwieriger, so. Hier vorne diese Schlitze sind hier vorne quasi richtig bündig mit drin, was ich auch ziemlich cool finde. Und ihr könnt natürlich auch den Blaster, wenn ihr ihn lieber so haben wollt, so befestigen. Allerdings könnt ihr dann natürlich den Anhänger nicht mehr drauf machen. So, die Figur an sich hat hier oben noch wie so eine Art Radarschüssel, die ihr drehen könnt, einmal um 360 Grad. Was ich auch ziemlich cool finde. Ihr seht hier dann noch die Solarschüsseln, quasi wie die Antennen auch noch. Dieses ganze Gebilde wird quasi der große Optimus Prime Kopf im großen Combiner-Modus. Ja, vorne die Details an der Figur selbst sind auch sehr schön gemacht. Silberner Frontgrill, blaue metallische Leuchten und oben auf dem weißen Plastik natürlich dann noch gelbe Leuchten. Sehr schön gemacht. Und die Windschutzscheiben sind in einem Blau-Metallic auch gehalten, auch an der Seite. Obendrauf sehen wir einmal das Powerlink-Symbol. Und einmal den Kopf von Optimus Prime dann. Unten drunter sehen wir nur die Beine. Ja, das ist auch eine Sache, ich komme immer wieder hier auf den Knopf. So, jetzt klappen wir zum Verwandeln einmal die Arme nach oben. So zur Seite. Kleiner Hinweis, später die Arme werden so die Konnektoren für die Module. So, jetzt, wenn ihr soweit seid, dann... Ja, ich hab's verstanden. Einmal dieses Teil komplett hochdrehen. Die Beine nach unten winkeln. Die sind sehr stabil gemacht. Muss auch so sein, da wenn sie natürlich nicht so angewinkelt werden mit diesem Gelenk, hier mit diesem Knacken, dann würde quasi die Figur später gar nicht stehen. So, jetzt stellen wir die Figur mal hin. Drehen einmal dieses Modul wieder runter. Allerdings wird es jetzt so angewinkelt. Hier haben wir ein Doppelgelenk. Wie gesagt, nach oben und runter. Den Kopf von Optimus Prime, dem großen, drehen wir jetzt nach hinten. So. Und dann haben wir hier oben diese weißen Regler. Die drehen wir nach außen. Dann kommen die Hände nach vorne. Drehen einmal die Beine nach unten. Er sieht natürlich sehr bullig aus, wie ich es euch gesagt habe. Und drehen einfach mal den Kopf nach oben. Und schon haben wir Optimus Prime im Robotermodus. In der Deluxe-Größe quasi. So. Wir sehen hier die Füße
unten blau, oben schwarz mit blauen Kniegelenken. Vorne der Frontgrill komplett und natürlich die Arme. Hinten das Jetpack oder besser gesagt das Rückenmodul ist auch sehr sperrig. Aber gut, so ist es halt leider. Die Waffe können wir auch im Robotermodus hier hinten befestigen, wenn wir sie verstauen wollen. Oder hier hinten am Arm befestigen, ist auch eine Möglichkeit. Ja, der Kopf ist ganz normal drehbar. Komplett leider nicht, weil hier hinten das quasi durch dieses Gelenk blockiert wird. Ihr könnt den Kopf noch ein bisschen runterwinkeln, würde ich aber nicht allzu weit machen, weil er sonst wieder zusammenklappt. Hochklappen könnt ihr leider nicht. Die Arme lassen sich um komplett 360 Grad drehen. Die M-Bögen könnt ihr so knicken. Die Hände könnt ihr leider nicht drehen, die sind steif. Und von den Beinen könnt ihr leider den Fuß auch nicht richtig nach vorne komplett knicken, weil halt dieses Frontteil komplett im Weg ist. Und dann könnt ihr ansonsten das Knie noch komplett anwinkeln. Seitlich könnt ihr es natürlich auch noch drehen, wie ihr wollt. Ja, das ist wie gesagt Optimus Prime in der Deluxe-Größe. Jetzt könnt ihr natürlich noch mehr aus Optimus Prime rausholen. Ihr könnt einmal jetzt diese Teile benutzen. Jetzt mache ich mal den zum Fuß, einfach nur hochklappen. Dann noch dieses Teil, einmal hier oben aufklappen. So, und nach vorne winkeln. Das ist der andere Fuß. Hier jetzt die Leiter einfahren. Das Teil aufklappen. Das nach unten winkeln. Und das Teil einmal komplett nach außen ziehen. So, das ist der andere Arm. Kleiner Tipp hierzu. Ihr könnt auch die Klappe einmal komplett rumklappen. So zusammenklappen und dann zumachen. Dann ist quasi die Klappe hier drin und die Hand ist besser zu sehen. Der Daumen ist genau mittig. Das heißt, ihr könnt den Arm, egal in welcher Seite, benutzen. So, das gleiche hier. Einmal zusammenklappen, nach oben, den Rotor ganz normal offen lassen. Hier auch wieder nach oben klappen. Hier könnt ihr allerdings das Teil nicht hinterklappen. So, jetzt haben wir die Teile soweit vorbereitet. Jetzt wollen wir Optimus Prime vorbereiten, das heißt die Fäuste nach innen, das nach oben klappen, die grauen Füße rein und ja, theoretisch ist das schon vorbereitet. Jetzt einmal miteinander verbinden. So. Die Arme einmal hier reinstecken. Jetzt macht er gleich einen Spagat. So, und einmal das Oberteil zusammenklappen. So, es ist aber jetzt noch nicht alles. Jetzt müsst ihr noch die Frontklappe öffnen und die Matrix freilegen. Und wenn ihr jetzt die Klappe komplett nach hinten drückt, dann kommt der Sound und die Frontmatrix leuchtet. So, jetzt den Kopf noch nach oben winkeln, rumdrehen, nach unten klappen, dass er so gewinkelt ist. Ich zeige euch das am besten mal ein bisschen näher. So, und jetzt einmal die Antennen komplett nach oben drehen, hier auch komplett nach oben drehen und jetzt einfach den Kopf, den Helm da drüber winkeln. Und schon habt ihr Optimus Prime in seiner großen, ja, in seiner großen Form. In seiner, ja, Combiner-Version. Jetzt könnt ihr die Waffe natürlich ihm, also den Blaster, auch noch in die Hand geben, wie ihr wollt. Die Arme sind natürlich komplett beweglich, die Beine auch. Das heißt, selbst im Combiner-Modus könnt ihr die Beine komplett knicken, was ich ziemlich cool finde. Wie gesagt, die Arme, die Fäuste vorne lassen sich nicht drehen. Ihr könnt aber die Fäuste auch so drehen oder so, ihr könnt ihn anwinkeln, also ist ziemlich gut beweglich, dafür, dass es ein Combiner-Modus ist. Ziemlich geil gemacht und wie gesagt, ihr könnt auch die Komponenten austauschen. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr es wollt, zeige ich euch nochmal schnell, könnt ihr den Arm zu einem Fuß verwandeln, indem ihr es quasi rumklappt, die Klappe schließt, verbindet, das so zuklappt. Und schon ist der Fuß fertig. Jetzt könnt ihr das austauschen, wenn ihr wollt. So, könnt jetzt den Fuß dort befestigen. Und könnt jetzt sagen, der Bohrer soll jetzt einfach der Arm werden. Das heißt, das Cockpit klappt ihr so rum. Und schon habt ihr hier den Arm mit einem Bohrer als Arm. Das alles ist möglich. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Der Kopf ist leider dann hier nicht mehr wirklich drehbar. Ihr könnt ihn nur ganz leicht noch drehen. Das war's leider dann. Ihr könnt allerdings, was ihr mit dieser Figur auch machen könnt, was ich ziemlich geil finde, ihr... Ja, ist gut. Ihr löst einmal die kompletten Teile komplett ab. So, bringt ihn wieder in diese Position. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, den Energon Wing Saber, den ich auch später in einem Review noch vorstellen werde, zu benutzen. Und ihn quasi mit ihm zu einem großen Roboter noch zu verbinden. Auch in zwei verschiedene Versionen. Die blauen Teile werden seine Arme oder Beine, die roten werden ebenso seine Arme oder Beine. Jetzt zeige ich euch erstmal die erste Version. Das heißt, dazu klappen wir ihn einmal auseinander, klappen das Fahrgestell ein. Die erste Hälfte trennt ihr. Am besten klappt ihr einmal das Teil runter und löst jetzt hier vorsichtig einmal die Gelenke voneinander. Klappt das nach oben. So. Dann, um jetzt einmal das zu zeigen, dass das die Arme werden, dreht ihr jetzt hier die Hände einmal rum. Das Teil dreht ihr einmal komplett nach unten. So. Und winkelt es einfach so nach hinten an. Fertig. Das ist wie so ein Jetpack ist. So, das ist der erste Arm. Das Bein. Klappt ihr die Waffe nach innen. So. Das erste Bein. Das gleiche macht ihr jetzt hier quasi noch einmal. Das nach unten klappen. So zusammen. Auseinanderklappen. Dann das nächste Bein. Und hier jetzt die Arme. So, winkeln, fertig. So, und jetzt verbindet ihr einfach die Teile miteinander. Nummer 1. Nummer 2. So, Nummer 3. Ihr seht, die Figur wird wieder riesengroß. Die Figur ist geschätzt 45 cm hoch. Ist also schon ziemlich groß. Und schon habt ihr ihn quasi im großen Combiner-Modus mit Wingsaber. Ihr seht selbst, ziemlich cool gemacht. So hat er quasi das Flugmodul hinten drauf. Und bildet natürlich auch so... Ach, Mann. Eine große Flugeinheit. Finde ich auch ziemlich cool. Ihr könnt es natürlich auch wieder umgekehrt machen. Ihr könnt die Arme und Beine lösen. So, jetzt die Beine noch lösen. Nummer 1 und Nummer 2. Optimus Prime legen wir zur Seite. Die Beine, so, nehmen wir jetzt wieder. Diesmal allerdings drehen wir hier die Kanonen nach vorne. Drehen einmal das Bein so nach oben. So, und drehen einmal das jetzt zur Seite und die Kanone nach vorne. Ihr könnt hier unten noch die Hand so ausklappen, wenn ihr wollt. Das ist jetzt der linke Arm. Das gleiche macht ihr hier nochmal. Einmal so, nach oben, rumdrehen und die Kanone rumdrehen. So, das ist der nächste Arm. Jetzt könnt ihr hier noch den Beinmodus quasi ausfahren. Das ist ein bisschen komplizierter. Das heißt, ihr dreht hier einfach die Arme von Wingsaber nach außen, dreht die nach oben. Jetzt öffnet ihr hier diese Seite, dreht einmal die Figur nach vorne. Das heißt, dass der Arm nach oben zeigt. Dreht ihn quasi hier rein und drückt das einmal nach unten, damit es den Fuß stabilisiert. Und schon ist der erste Fuß fertig. Das gleiche macht ihr einmal hier. Aufklappen, Arm raus, den anwinkeln, so nach oben, dann einmal zusammen, nach unten und so. Und schon haben wir den nächsten Fuß. Jetzt können wir beides wieder miteinander verbinden. Nehmen einmal den ersten Fuß, nehmen einmal den zweiten Fuß, nehmen jetzt hier die Arme dran. Und hier den nächsten Arm dran. So. Und schon haben wir Optimus Prime im großen Battle-Modus mit endlos vielen Waffen. Ihr seht selbst,
Hier Blaster, hier Blaster, überall Blaster. Es ist einfach nur geil. Mir gefällt er so sehr. Ich zeige ihn mal von der Seite. Das sind jetzt so die etwas überdimensionalen großen Füße, aber das macht nichts. Es passt sehr gut ins Bild. Und das heißt, ins Bild, naja, nicht ins Kamerabild. So, und dann habt ihr, wie gesagt, oben nochmal die ganzen Waffen. Finde ich ziemlich cool, die Figur. Mir gefällt sie sehr. Von der Beweglichkeit her ein bisschen eingeschränkt. Allerdings könnt ihr, wie gesagt, eine ganze Menge ansonsten mit der Figur machen. Mir gefällt sie. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Optimus Prime ist einfach nur genial. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, wenn er quasi mit Wing Saber verbunden ist. Er kann leider seine Einzelteile, die er noch hat, das heißt die einzelnen Module, nicht miteinander verbinden mit diesem Modul. Das heißt, sie sind dann einfach nur als Fahrzeuge irgendwo in der Ecke stehend. Sehr, sehr schade. Schöner wäre es gewesen, könnte man die nochmal damit verbinden und noch größer machen. Aber naja, gut, ich glaube, das hätte den Rahmen ein wenig gesprengt. Ansonsten würde ich sagen, reicht das auch soweit. Das ist, wie gesagt, Optimus Prime in seiner vollen Pracht, wie er mit Wing Saber verwandelbar ist oder auch mit seinen ganzen Einzelheiten, also Einzelteilen hier, wie gesagt, der Armmodus oder dann halt als Fußmodus, wie man es halt möchte. Finde ich eigentlich eine geile Idee, dass man den Arm zum Bein und wie auch immer machen kann. Diese Figur ist einfach genial. Von der Beweglichkeit leider sehr eingeschränkt. Deswegen nur 9 von 10 Punkte im Robotermodus. Im Fahrzeugmodus ist er sehr schick, hat viele kleine Extras. Zum Beispiel halt diesen Transportmodus. Deswegen volle 10 von 10 Punkten. Er sieht auch eigentlich nicht schlecht aus im Fahrzeugmodus. Alles in allem würde ich sagen 9 von 10 Punkten dennoch. Da er halt, ja, wenn man die anderen Komponenten nicht hat oder die anderen Figuren, nicht wirklich schön miteinander zum Verbinden ist. Oder auch, man kann auch nicht wirklich so gut mitspielen. Das heißt, man braucht wirklich die anderen Komponenten und anderen Transformers. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Figur. Ja, so viel dazu. Das war mein Review für heute. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rex4.